Herzlich willkommen zum heutigen Außenstellenteam. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid, weil wir heute ja ein bisschen drüber sprechen wollten, was jeder von uns für Weihnachten braucht, was es für ihn oder sie braucht, damit es Weihnachten wird und was auch Weihnachten für euch dieses Jahr bedeutet. Es ist ja doch ein ziemlich besonderes Jahr. Ja, ich habe mich in diesem anderen Advent schon gefragt, was denn Weihnachten eigentlich ist. Und ich glaube, Weihnachten ist das ganze Jahr, nämlich immer dann, wenn ich so Momente habe, in denen ich spüre, da hat jetzt der Himmel die Erde berührt. Und das ist ganz häufig. Nämlich dann, wenn ich ein Lächeln sehe im Gesicht eines Menschen. Das kann ein gutes Wort sein, eine feine Musik, eine gute Begegnung. Oder auch mal ein überraschender Brief oder eine tolle Mail. Das sind einfach so Momente, in denen mir aufgeht, Gott ist da. Und das ist dann einfach mehr als Ahnung und Gefühl. Und das passiert ganz oft mitten im Alltag. Und es sind so Augenblicke, die mir sagen, jetzt ist Freude da. Jetzt habe ich, verspüre ich innere Ruhe. Da passiert Frieden. Und Weihnachten heißt heuer für mich, dass ich mich ganz bewusst an solche Momente in meinem Alltag erinnere. Und damit ich das kann, brauche ich dann auch den Christbaum und die Krippe und die Plätzchen und den Glühwein. Und ja, das ist noch ein bisschen offen. Vielleicht geht ein ganz besonderer Wunsch in Erfüllung, dass ich Weihnachten nämlich nicht allein bin, je nachdem, ob meine Nichte bei mir eintrifft oder nicht. Die Familie steckt im Moment in Quarantäne. Ja, das sind sie nicht die einzigen. Vielen Dank, Mechthild, auch für das, ja, es ist das ganze Jahr Weihnachten. Das ist, glaube ich, ein schöner Gedanke, an dem man sich gut festhalten kann. Kann da irgendjemand direkt dran anknüpfen? Die Regina. Also für mich gehört zu Weihnachten die Krippe, die von unserer Familie stammt und die ich geerbt habe. Und das ist eine ganz billige Krippe aus Gipsfiguren, von denen die Farbe abgeblättert ist und die angeschlagen ist. Und selbst wenn ich die nicht aufstellen würde, hätte ich die vor meinem inneren Auge. Also die schaut dann so aus, dass dem Esel Ohr fehlt, dem Ochsen die Hörner, dem Elefant der Stoßzahn, einem Mann aus dem Gefolge der Könige die Hand und das Kind liegt in einer äußerst wackeligen Krippe. Und das ist für mich ein Bild dafür, dass wir Menschen verletzbare Wesen sind und in einer angeschlagenen Welt leben und dass das unsere Lebenswirklichkeit ist, unsere Realität. Und genau in diese Realität kommt Gott in Jesus hinein und ist da mitten unter uns. Und an unserer Seite. Und er lädt uns dazu ein, es ihm gleich zu tun. Und das ist für mich die Botschaft von Weihnachten, also nicht erst seit Corona-Zeiten, sondern das ist für mich diese Weihnachtsbotschaft, die mich jedes Jahr aufs Neue beeindruckt und berührt. Ja, auch ein schöner Gedanke, Roland. Ja, und irgendwie passt ja tatsächlich auch in die Zeit hinein, in der wir ja stehen, in der Pandemiezeit, wo eigentlich seit März viel Schreckliches passiert ist, Menschen gestorben sind, in Krankenhäusern liegen, Angehörige stark betroffen sind von diesen Situationen, bangen, hoffen. Und natürlich ist es auch so, dass ja auch viel Kreatives in der Pandemiezeit entstanden ist, sei es an kirchlichen Angeboten, sei es an menschlicher Solidarität, wenn ich ans Frühjahr denke, was da alles möglich war, Nachbarschaftshilfen spontan organisiert von den Leuten vor Ort, fantastisch. Und jetzt gehen wir auf eine ähnliche Zeit zu, wo es einen Lockdown gibt, der uns auch wieder herausfordert und nochmal bewusst macht, wie verletzlich wir Menschen sind, wie du es so schön beschrieben hast mit der Grippe, Regina. Also sehr anrührend. Und insofern heißt für mich jetzt dieses Mal Weihnachten, ja, sich wirklich auf die Familie auch zu konzentrieren und auf die Kernfamilie
zu Hause Weihnachten zu feiern, natürlich mit einem Weihnachtsbaum, mit einer Krippe, mit einem feinen Essen, mit viel Ratschen hoffentlich. Und ja, und dann auch schauen, wie kann ich die Verbindung halten zu meiner Herkunftsfamilie, zu meinen Freunden, Freundinnen, zu meinen Bekannten. Das wird natürlich abgehen und dennoch wird es möglich sein. Es gibt ein Telefon zum Glück, es gibt Videokonferenzen, die man machen kann. Ja gut, man kann natürlich auch einen Brief schreiben, wäre auch mal interessant. Aber ja, all das ist ja weiter möglich und das erfüllt mich auch. Und da bin ich sehr dankbar für all das, dass wir da gut durchgekommen sind. In meiner Familie, viele Freunde, mit euch Kollegen, Kolleginnen. Ja, dass wir da durchkommen sind einfach und da weiter durchgehen müssen und da auch nicht alleine sind. Also auch das ist ja wirklich die Botschaft. Wir sind nicht alleine, Gott kommt uns entgegen und zeigt sich uns in seiner Nähe und trägt uns durch, auch wenn es wirklich richtig schwer fällt und wenn man von großen Schicksalsschlägen auch getroffen ist. Vielen Dank. Ja, bei der Familie sein, mit der Familie sein. Da, die Franzi macht weiter. Genau, ja, weil für mich ist Weihnachten auch eben diese gemeinsame Zeit mit der Familie. Bei uns ist es schon, seit ich klein bin, feiern wir mit meinen Cousins. Wir richten gemeinsam den Abendessentisch her. Wir singen gemeinsam Lieder vom Christbaum. Wir packen gemeinsam Geschenke aus. Wir reden gemeinsam. Wir machen gemeinsam einen weihnachtlichen Spaziergang. Wir gehen gemeinsam in die Christmette. Wir machen alles gemeinsam. Und ich finde, gerade in dieser schwierigen Zeit ist diese Gemeinschaft sehr wichtig, wo wir dann auch öfters mal alleine sind und einfach an Weihnachten nochmal die Kraft tanken, diese weiteren Tage alleine auszuhalten und einfach gemeinsam auf das Kommen des Erlösers zu warten. Danke. Ja, Gemeinschaft zu pflegen. Mich hat es diese Woche ein bisschen getroffen, weil ich tatsächlich mit den neuen Verordnungen weiß ich jetzt, ich werde meine Großeltern nicht sehen können an Weihnachten, weil es einfach von der Personenanzahl nicht funktioniert. Ich habe noch 3 Geschwister, die zum Teil auch im Haus bei meinen Eltern wohnen und die eh schon vor Ort sind. Von dem her wird für uns in dem Fall kein Platz sein. Auch eine Erfahrung, die Maria und Josef schon gemacht haben, keinen Platz zu haben, nicht dort sein zu können, wo man vielleicht gerne wäre. Aber ja, schon was mich ein bisschen nachdenklich gestimmt hat, wo ich aber auch denke, uns geht sonst an sich gut. Ich habe eine Familie, mit denen ich feiern werde. Ich freue mich jetzt schon, dass unsere Kinder unseren Christbaum anstaunen werden, dass da ja auch ganz viel Freude dabei ist, dass wir gestalten können, auch gestalten müssen natürlich, aber auch dürfen, wie diese Tage aussehen werden. Und bin da ganz gespannt drauf, auch wie das wird dieses Jahr unter diesen veränderten Bedingungen. Kerstin. Mir geht es so ganz ähnlich. Wir haben eigentlich die Omas und Opas eingeladen und die haben bislang noch nicht zugesagt, weil es ihnen noch zu heiß ist und vielleicht bleibt es das auch. Von daher wird es anders, aber für mich ist Weihnachten auch noch viel mehr, und zwar so dieses Gefühl, jeder versucht für den anderen das Beste an dem Tag rauszuholen. Also das Gefühl, ich sehe dich und ich versuche dir eine Freude zu machen, egal wer das ist, ob das jetzt meine Kinder, mein Mann oder ob das die Nachbarn sind. Das ist so mein Anliegen dieses Jahr, ich versuche jemandem eine Freude zu machen, wo ich denke, ich sehe dich jetzt mal gerade in dem Moment, weil ich habe dich vielleicht dieses Jahr ganz wenig nur gesehen und ganz wenig an dich gedacht. Ja, und das so jetzt schon in den Tagen davor und auch nach Weihnachten nochmal so bewusst zu machen. Wir geben uns füreinander Mühe. Und dann ist es viel mehr als dieser Weihnachtstag. Und da können wir, glaube ich, auch ganz viel sichtbar machen von diesem Gesicht Gottes. Er schaut uns an und er ist für uns Mensch. Und da freue ich mich eigentlich auch schon drauf, das versuchen zu dürfen, jeden Tag aufs Neue wieder. Ja, vielen Dank. Konrad. Ich möchte an diesen Gedanken der Menschwerdung von der Kerstin anknüpfen. Auf die Frage, was mir Weihnachten dieses Jahr bedeutet. Einerseits gibt es
natürlich vertraute Gefühle. Gestern Abend kam unser Sohn aus Kopenhagen geflogen, wenigstens für ein paar Tage da sein. Heimatliche Gefühle, Sicherheit in jährlich wiederkehrenden Ritualen. Andererseits ist das Coronavirus sehr immer noch fremdartig. Kontaktverbote, der Lockdown jetzt übermorgen und es sind Gewohnheiten aufzugeben. Das erinnert mich ein bisschen daran, dass wir alle die Freiheit haben, auch Neues zu entdecken. Vielleicht so wie die heilige Familie, die Hirten und die Weisen, die unterwegs waren und nur Gast auf Erden zu sein und ohne Ruhe zu wandern, mit kurzem Halt an Weihnachten durchzuatmen und dann wieder ins Unbekannte aufzubrechen. Ich habe hier einen kleinen Weihnachtsengel meiner verstorbenen Mutter. Meine Frau, mein Engel, die singt als Pflegekraft an Weihnachten dieses Lied. Ich bin kein guter Sänger, aber ich probiere es mal. Erst wisch den Zorn aus deinem Sinn, erst musst du zu dem Kranken hin, im Fremden erst den Nächsten sehen, dann darfst du Weihnachten, dann darfst du Weihnachten, dann darfst du Weihnachten begehen. Ja, das Lied erinnert mich an die Weihnachtsgeschichte, ein bisschen als Gegenerzählung auch zur Vita des großen Kaiser Augustus. Und daran will ich glauben, nicht weil es so gewesen ist, sondern weil ich es glauben will, muss es einfach so gewesen sein. Vielen Dank auch für den Gesang. Ja, dass natürlich Weihnachten auch für andere Berufsgruppen Arbeit bedeutet, und zwar nicht zu wenig, sondern sogar eher mehr als normal, ist auch eine Realität. Der Thomas hebt die Hand, wunderbar. Ja, ich habe mich gefragt, wie man eigentlich Weihnachten feiert, wenn man keine Familie hat. Das Stichwort Familie war hier schon ganz wichtig. Also ich habe keine Familie. Und das bedeutete für mich in den letzten Jahren, Weihnachten sowieso schon mal anders zu feiern. Und mir ging es so in den letzten Jahren, ich bin immer weggefahren. Also mit einem Freund zusammen weit weg. Also wirklich mal Weihnachten auf der Südhalbkugel. Das ist dann schon auch mal ganz spannend. Da ist dann Sommer, Weihnachten im Sommer. Also bei 30 Grad eventuell am Strand. Aus den Strandbuden tönt dann Jingle Bells. Und die stellen ja auch Weihnachtsbäume auf. Und man sieht auch den Weihnachtsmann, Christkind auch im christlichen Kontext. Aber es hat schon mal noch ein ganz anderes Flair, Weihnachten im Sommer zu feiern. Und so war das jetzt in den letzten Jahren für mich eigentlich schon das Normale schon fast geworden. Also wegzufahren, zu verreisen. In diesem Jahr geht das nicht. In diesem Jahr bin ich zu Hause. Ich werde mich meiner Pfarrgemeinde engagieren, Weihnachtsgottesdienst besuchen. Wichtig ist natürlich auch ein gutes Essen, viel Zeit haben. Und eigentlich ist es schon fast wieder das Normale, wie es früher war. Also sich wenig Stress antun, sich einfach mal Ruhe gönnen und einfach zu Hause sein. Also das wird uns jetzt quasi verordnet. Und ich selber empfinde das für mich persönlich eigentlich eher gerade auch als ein Stück weit auch als glücklich. Also so erlebe ich das gerade. Und ja, machen wir das Beste einfach draus. Das ist doch ein super Schlusswort. Machen wir das Beste draus. Ja, vielen Dank für eure Gedanken, für eure auch Offenheit zu sprechen, wie es euch geht. Ich glaube, dass es tatsächlich für viele dieses Jahr ein ganz anderes Weihnachtsfest ist, als es sonst gewohnt ist. Aber eben, um es mit Thomas Nahmann zu sagen, machen wir das Beste draus. Vielen herzlichen Dank und ein wunderschönes Weihnachtsfest. Eine gute Zeit euch und wir sehen uns dann im neuen Jahr hoffentlich wieder mal in live. Ciao. Danke, ciao.